Das ist das lustigste und unnötigste Fahrzeug im DLC. Moin Leute, euer Mammut wieder am Bambus und heute zeige ich euch wirklich das Fahrzeug, was man eigentlich nicht braucht. Aber vor mit dem Video anfangen würde ich euch bitten, einen fetten Like bis wieder zu lassen und für die, die das noch nicht abonniert haben, abonniert mir für fast die krassen Informationen rund in GTA Online. Ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt an. Welches Fahrzeug ist denn jetzt hier so unnötig und lustig zugleich? Naja, es handelt sich hier um den Zirconium Journey 2. Das Fahrzeug findet ihr aus der South San Andreas Seite für 592.500 GTA-Dollars und naja, es ist halt ein Wohnwagen. Aber egal, wir schauen einfach mal, was für Tuning-Teile wir haben. Und naja Leute, es ist halt ein Wohnwagen und das Fahrzeug hat an sich keine Tuning-Teile. Klar, die Standardteile wie Panzerung, Motor, Turbo könnt ihr auftunen, aber ich sag's mal so, Stoßstangen, Spoiler, Auspuff gibt es hier nicht. Aber was wiederum cool ist an diesem Fahrzeug, ihr könnt hier Designs dran machen bzw. verändern und da gibt es schon richtig, richtig geile Designs dabei, die richtig krass hippie-mäßig sind. Passt irgendwie zum Fahrzeug. Ich meine, das Auto ist ein Drogenmobil. So richtig Breaking Bad Style. Aber Leute, das war's schon über dieses Fahrzeug. Mehr gibt es nicht zu berichten, deswegen ist es einfach so unnötig und lustig zugleich. Also ich feiere das Fahrzeug mega, hat's tatsächlich in meiner Garage und werde es auch nicht wieder löschen, weil ich das so cool finde. Aber Leute, schreibt mal selbst in die Kommentare, ob ihr euch das Fahrzeug holen würdet. Aber ich bin raus, euer Bambus. Ciao!